Der Fußballnachwuchs von Preußen Münster traf sich am vergangenen Freitagabend in der Soccerhalle Münster zum vereinsinternen Youngstar-Turnier. Alle Kicker von der U13 bis zur U19 nahmen daran teil. Ich denke, dass das insgesamt letztes Jahr schon eine sehr gelungene Veranstaltung war. Wir haben also im Zuge dessen nach der Veranstaltung merken können, dass jeder jeden kannte, dass auf dem Platz abgeklatscht wurde, dass die Namen geläufig waren. Und ich denke, das ist für uns eine wichtige Sache. Nicht nur der Nachwuchs, sondern auch die älteren Semester, die kickten fleißig mit am Freitagabend. Die Spieler können dann mal sehen, wie die Älteren spielen, können sehen, wie die Jungen spielen. Es ist so, finde ich, eine gute Sache für die Integration, auch innerhalb des Vereins. Auch Preußens Sportvorstand Carsten Gockel gab sich im Trainerteam unter der Leitung von Cheftrainer Marc Fascher die Ehre und war nach seinem Einsatz dann ganz schön aus der Puste. Das ist für uns halt ein toller Abend, mit den Youngsters zusammen zu sein. Und etwas, was wir sonst im Jahr vielleicht wenig haben, ja, weil jeder so für sich unterwegs ist. Und von daher ist es sehr, sehr wertvoll. Macht total Spaß und das ist das Wichtigste heute Abend. Highlight in der Soccerhalle an diesem Abend war allerdings auch ein spezieller Hindernisparcours, an dem sich sogar schon Weltfußballer Lionel Messi ausprobiert hat. Das ist ein Projekt, womit wir viel in Schulen unterwegs sind, aber auch gerne im Fußball, im Sport, haben da Vereine wie Schalke mitgemessen, waren bei Lionel Messi, der einen Weltrekord gelaufen ist mit 5,125, und machen jetzt eine große Aktion mit dem SC Preußen Münster. Preußen Speed 4 dribbeln durchs Münsterland und der Kickoff ist hier heute beim Preußen internen Hallenturnier, wo wir die Jungs von den Preußen messen. Und tatsächlich schaffte es U19-Spieler Madente Guglielmo, die Zeit von Messi fast zu knacken. 5,144 Sekunden brauchte das junge Preußentalent und war damit schneller als der deutsche Nationalspieler Marco Marin. Worauf kommt es denn hierbei an? Es ist ja nicht nur Schnelligkeit, ne? Nee, auch Konzentration. Also, dass man schon auf den ersten Metern keinen Fehler machen darf. Sonst hat man verloren. Das ist auf jeden Fall deutscher Rekord. 5,144 ist unglaublich. Also Messi ist 5,125, das ist noch ein Wimpernschlag dazwischen. Und vielleicht knackt er die ja auch noch. Hier in Münster sind die Jungs auf jeden Fall mal recht schnell unterwegs. Ja, und der Rekord von Messi, der wurde nach Drehende sogar noch geknackt. Und zwar von U17 Preußen Youngster Henning Dirks.